Mit 199 Kilometern Streckenlänge ist das Berliner Straßenbahnnetz derzeit das größte in ganz Deutschland. Der Hauptteil des Netzes erstreckt sich über den Ostteil der Stadt. Nach der Wende wurden erst wenige Streckenverlängerungen in den Westen der Stadt, wo die Straßenbahn teilweise komplett verschwunden war, realisiert. Mit 22 Straßenbahnlinien gibt es insgesamt zwei unterschiedliche Einteilungen der Linien. Zum einen gibt es Metro-Tram-Linien, welche durch eine dichtere Taktung sich ausweisen, und normale Straßenbahnlinien. Die Metro-Tram-Linien sind der Einfachheit halber im Liniennetzplan sowie in der Zielmatrix und auch an den Haltestellen mit einem M vor der Liniennummer markiert. Beim Blick auf den Liniennetzplan soll das Köpenicker Straßenbahnnetz der Übersichtlichkeit halber gesondert vorgestellt werden. Die Straßenbahnlinie M1 verbindet die im Norden gelegenen beiden Endpunkte immer abwechselnd Niedern- und Schönhausen-Schillerstraße und Rosenthal-Nord mit dem im Zentrum gelegenen Endpunkt Mitte am Kupfergraben. Die M2 ist die kürzeste Linie der Straßenbahn Berlin. Sie verbindet den Alexanderplatz-Dieriksen-Straße mit Heinersdorf. Heinersdorf ist allerdings nur alle 20 Minuten der Zielpunkt, am Steinberg ist alle 10 Minuten der Endpunkt. Die Straßenbahnlinie M4 startet am Hackeschen Markt und fährt ebenfalls zu zwei unterschiedlichen Endstellen, zum einen nach Falkenberg und zum anderen nach Hohenschönhausen-Zingsterstraße. Auch zur Hohenschönhausen-Zingsterstraße fährt die Linie M5. Diese startet am Hauptbahnhof bzw. in Moabit an der Lüneburger Straße. Ebenfalls am Hackeschen Markt startend ist die Metro-Tram-Linie 6, welche dann nach Hellersdorf-Riesa-Straße verkehrt. Auch in Richtung Norden unterwegs ist die M8, welche an der Lüneburger Straße bzw. am Hauptbahnhof startet und dann nach Ahrensfelde-Stadtgrenze verkehrt. Ein wenig ringlinienartig, zumindest teilweise auf dem Liniennetzplan aussehend, ist die M10, welche von der Warschauer Straße aus zum Hauptbahnhof und zur Lüneburger Straße unterwegs ist. Gleiches gilt auch für die Linie M13, welche an der Warschauer Straße startet und dann zum Virchow-Klinikum im Wedding verkehrt. Die Linie M17 startet am S-Bahnhof Schöneweide und fährt dann nach Falkenberg. Sie ist auch die letzte Metro-Tram-Linie im Netz, somit gibt es insgesamt 9 an der Zahl. Am gleichen Startpunkt wie die M1 startet auch die 12, welche von am Kupfergraben aus dann in Richtung Weißensee-Pasedackplatz unterwegs ist. Die Linie 16 verbindet den S- und U-Bahnhof Frankfurter Allee mit Ahrensfelde-Stadtgrenze. Die Linie 18 schaukelt ihre Fahrgäste zwischen Springpfuhl und Hellersdorf-Riesa-Straße hin und her. Die 16 und die 18 ergänzen sich dabei im Takt immer mit den Linien M6 und 8. Die Linie 21 startet am Bahnhof Lichtenberg und verkehrt von dort aus zum S-Bahnhof Schöneweide. Die Linie 37 startet ebenfalls am Bahnhof Lichtenberg und ist dann ebenfalls nach Schöneweide unterwegs. Sie nutzt dabei allerdings einen anderen Linienlauf über Tierpark und S-Bahnhof Karlshorst. Die Linie 50 verbindet das Weddinger Virchow-Klinikum mit Französisch-Buchholz-Gujot-Straße. Im Südosten der Stadt, in Köpenick, gibt es noch eine ganze Reihe an weiteren Linien. Das Netz macht hier aufgrund seiner Struktur und der hohen Anzahl an Linien, die nur in diesem Bereich verkehren, einen autarken Eindruck. Hinzu kommt noch der hier existierende Betriebshof Köpenick, wovon ein Großteil der Linien, die hier verkehren, mit Fahrzeugen bestückt wird. Die Linie 27, welche zum Krankenhaus Köpenick verkehrt, startet dabei in Weißensee am Pasedackplatz im Norden von Berlin. Die Linie 60, welche von Johannisthal-Heckelstraße über den S-Bahnhof Schöneweide verkehrt, verbindet diese beiden Punkte mit dem Alten Wasserwerk in Friedrichshagen. Auf einigen Teilabschnitten verkehrt sie dabei parallel zur Straßenbahnlinie 61, welche die Rahnsdorfer Waldschenke mit der Karl-Ziegler-Straße verbindet. Die Linie 62 verbindet den S-Bahnhof in Mahlsdorf mit dem Wendenschloss. Die Straßenbahnlinie 63 ist genau wie die Linie 61 mit einem Startpunkt in der Karl-Ziegler-Straße versehen und verkehrt dann in der Regel nach Rahnsdorfer Straße in Mahlsdorf. Die Linie 67 startet am S-Bahnhof Schöneweide und fährt dann zum Krankenhaus von Köpenick.
Zu guter Letzt finden wir auf dem Liniennetzplan die Linie 68, welche von der Hirtestraße am S-Bahnhof Köpenick über Grünau nach Altschmöckwitz unterwegs ist. Wir sehen nun, dass sich im Köpenicker Netz ein wichtiger Umsteigeknotenpunkt herauskristallisiert hat. Die Haltestelle Bahnhofstraße Lindenstraße ist auch diejenige Haltestelle, welche in Gesamt-Berlin die mit den meisten verkehrenden Linien ist. Wenn alle Linien verkehren, halten an der Bahnhofstraße Lindenstraße insgesamt 7 an der Zahl. An der Haltestelle gibt es ein Gleisdreieck, womit Strecken in 3 unterschiedliche Himmelsrichtungen führen. Es gibt hier 3 einzelne Haltestellenbereiche. An jeder in jeweilige Himmelsrichtung zeigende Strecke gibt es dann einen Bahnsteig in Fahrtrichtung. Am Haltestellenbereich in Fahrtrichtung Osten bzw. Richtung Rathaus Köpenick halten insgesamt 6 Straßenbahnlinien. Nur die Linie 60, welche Richtung Johannisthal-Heckelstraße abbiegt, hält hier nicht. Dafür hält sie mit 4 weiteren Linien am in Fahrtrichtung Norden zeigenden Bahnsteig Richtung S-Bahnhof Köpenick und Bahnhofstraße. Hier allerdings mit Fahrtrichtung Friedrichshagen-Wasserwerk. Zusätzlich halten hier noch die Linien 61, 62, 63 und 68. An der dritten Haltestelle in Fahrtrichtung Westen halten dann nur noch 3 Straßenbahnlinien, nämlich die Linien 27, 60 und 67. Mit dieser hohen Anzahl an Linien kann man sich sicherlich vorstellen, was hier bei einem Regelverkehrstag an Verkehrsaufkommen herrscht. Auf der östlichen Seite entlang der Haltestelle findet man auch eine Grünanlage, die zum Flanieren entlang der alten Spree einlädt. Von hier aus ist es auch nicht weit bis in die Köpenicker Innenstadt, welche mit schönen Perspektiven auf uns wartet. Die Straßenbahnen fahren durch die Köpenicker Innenstadt durch 2 separate Straßenzüge mit eingleisiger Streckenführung. In Fahrtrichtung Norden bewegen sich die Straßenbahnen durch die Kiezer Straße und in Fahrtrichtung Süden durch die Straße Alt-Köpenick. Dabei gibt es auch 2 unterschiedliche Haltestellen, zum einen Rathaus Köpenick, Freiheit und auch am Schlossplatz wird nur in unterschiedliche Richtungen gehalten. Die eng geführten Straßenzüge und teilweise auch kurvenartigen Strecken bieten im Zusammenspiel mit den Gebäuden entlang der Strecke ein schönes Bild. Im gesamten Berliner Stadtbild gibt es trotz der Größe des Netzes nur wenig markant gestaltete Haltestellen. Die am auffälligsten gestaltete Haltestelle ist wohl die vor dem Berliner Hauptbahnhof. Diese liegt hier in Mittellage der Invalidenstraße. Angefahren wird sie von insgesamt 3 Linien, der Metro-Tramlinie 5, 8 sowie 10. Im Wesentlichen findet man hier eine großzügige Betonkonstruktion mit Glaselementen. Die geschwungene Dachkonstruktion ist im mittleren Teil auch deutlich niedriger als zu ihren Enden. Der mittlere Teil der Haltestelle ist vollständig zubetoniert und kein Fenster bietet hier eine Sicht. Zur Straßenseite gibt es hier allerdings einen großzügig angelegten Schriftzug, wo Hauptbahnhof drauf prangt. Aufgrund des hohen Fahrgastaufkommens, welches hier stattfindet, sind die Haltestellenanlagen besonders breit gestaltet. Hier gibt es auch einen direkten Treppenzugang zur U-Bahn, welches bisher die U55 gewesen ist, ab 4. Dezember dann die U5. Neben dem gibt es natürlich am Hauptbahnhof Umsteigemöglichkeit zu vielen weiteren Verkehrsmitteln. Zum einen fahren direkt neben der Straßenbahnhaltestelle diverse Buslinien ab. Im Hauptbahnhof selbst herrscht ein reges Angebot an Regional- und Fernverkehrslinien. Im Berliner Hauptbahnhof gibt es einen Tiefbahnhof mit insgesamt 8 Gleisen und einen oberen Teil in der verglasten Bahnsteighalle mit insgesamt 6 Gleisen, wovon 2 auch für die S-Bahn vorgesehen sind. Insgesamt 4 S-Bahnlinien verkehren hier, welche in dichtem Takt auf der Stadtbahn unterwegs sind. Dies wären da die S-Bahnlinien 3, 5, 7 und 9. Sie steuern dabei Ziele wie Ahrensfelde, Erkner, Spandau und Potsdam Hauptbahnhof an. Im Regionalverkehr werden neben Zielen in direkter Umgebung von Berlin, wie zum Beispiel Nauen, der Flughafen BER und Wünsdorf-Waldstadt, auch weiter entfernt liegende Ziele wie Wismar, Cottbus und Magdeburg angesteuert. Im Fernverkehr gibt es Verbindungen nach ganz Deutschland, zum Beispiel nach Hamburg, München über Leipzig und Frankfurt,
sowie auch über Hannover ins Ruhrgebiet. Nicht allzu weit entfernt vom Hauptbahnhof liegt die Haltestelle Hackescher Markt. Nicht die Straßenbahnhaltestelle selbst ist hier interessant, sondern die Wendeanlage, in denen in der Regel die Straßenbahnlinien M4 und M6, teilweise auch die M5, enden und wenden. In der großen Präsidentenstraße liegen hier nämlich 4 Gleise, in denen die einzelnen Fahrzeuge der jeweiligen Linien dann ihre Pausenzeit verbringen. Zum richtigen Zeitpunkt kann man hier sogar 4 Fahrzeuge gleichzeitig in der Wendeanlage erwischen. Dies bietet dann ein ganz besonderes Bild. Die weiterführende Strecke vom bzw. in Richtung Hauptbahnhof führt dann entweder über die Oranienburger Straße bzw. über den Montbijou-Platz. Daran anschließt dann auch die Wendeanlage in der großen Präsidentenstraße. Die Bahnen wenden hier in einer größer angelegten Blockumfahrung, wo auch der S-Bahnhof Hackescher Markt mit umfahren wird. Interessante Streckenführungen findet man im Norden bzw. im Nordwesten der Stadt Berlin. Bei den hier angelegten Plattenbaugebieten in den Stadtteilen Hohenschönhausen, Marzahn, Hellersdorf und Kaulsdorf entstanden dabei auch großzügig angelegte Straßenbahnstrecken. Entweder in der Mittellage breite Alleen oder sogar ganz unabhängig trassiert verlaufen hier die Straßenbahnlinien. Dies bringt natürlich eine höhere Reisegeschwindigkeit mit sich. Zum Teil kann man dabei auch recht schöne Motive mit Plattenbauten im Hintergrund oder mit viel Grün erhaschen. Eine besonders interessante Stelle findet man dabei zwischen den Haltestellen Niemeckerstraße und Wuhletalstraße. Hier führt die Strecke nämlich durch die Senke der Neuen Wuhle hindurch, wobei auch ein kleiner Park durchquert wird, somit findet man hier viel Grün. Die Strecke ist hier vollkommen unabhängig trassiert. Es verkehren hier die Straßenbahnlinien M8 und die Linie 16, beide auf dem Weg in Richtung Ahrensfelde Stadtgrenze. In Marzahn befindet sich auch der größte Betriebshof der Stadt. An der gleichnamigen Haltestelle Betriebshof Marzahn auf der Landsberger Allee, an der die Straßenbahnlinien M6 und 16 halten, erreicht man dann auch den Betriebshof. Für die ein- und ausrückenden Züge gibt es hier nochmal eine extra Betriebshaltestelle. Nach dieser wird auf der Fahrt zum Betriebshof hin die Zufahrt dann insgesamt 4-gleisig. Der Betriebshof besitzt eine großzügig angelegte Wagen- und Werkstatthalle und daneben noch eine viel größere Abstellanlage. Gerade aus der Vogelperspektive ist der Blick sehr beeindruckend. Ein Blick auf die idyllischen Abschnitte des Hauptstadtstraßenbahnnetzes soll in diesem Video auch nicht fehlen. Dafür begeben wir uns wieder in den Südosten der Stadt. Eine für ihre idyllische und überlandmäßig trassierte Streckenführung, auch überregional bekannte Straßenbahnlinie, ist die Linie 68 Richtung Alt-Schmöckwitz. Der idyllisch geführte Streckenabschnitt beginnt hinter dem S-Bahnhof Grünau. Hier füllt sich die Straßenbahn noch einmal gut mit Fahrgästen, die aus der S-Bahn umsteigen. Es geht dann nach dem Verlassen der Haltestelle erst einmal durch ein kurzes Waldstück auf dem Weg zur Regattastraße. Mit dem Erreichen der Haltestelle Regatta-Tribünen fahren wir dann parallel zur Regattastraße und zum Damenufer. Auch noch bis zu den nächsten beiden Haltestellen Regattastraße Sportpromenade und Strandbad Grünau finden wir entlang des Dameufers noch Bebauung, die allerdings hier weniger dicht ist. Auf der südlichen Seite der Straßenbahnstrecke finden wir bereits jetzt dichtes Waldgebiet. Nach der Haltestelle Strandbad Grünau führt die Strecke dann selbst entlang eines Rad- und Fußweges durch dichtes Waldgebiet. In Alt-Schmöckwitz selbst wird der Streckenführungscharakter dann dörflich. Vom S-Bahnhof Grünau bis nach Alt-Schmöckwitz zur Wendeschleife ist die Strecke insgesamt 7,7 Kilometer lang. Ein Besuch ist sie auf jeden Fall wert.
Ein wenig weiter nördlich entlang der Uferpromenade des Müggelsees findet man dann eine weitere Streckenführung der Straßenbahnlinie 61, welche auf dem Weg Richtung Rahnsdorf-Waldschenke ist. Diese führt hinter der Haltestelle Wasserwerk Friedrichshagen vollständig durch Waldgebiet, erst entlang des Fürstenwalder Damms, von dem sie sich dann später verabschiedet und eine vollständig unabhängige Streckenführung mitten im Wald findet. Im Sommer wird die Strecke hier gut genutzt von Badetouristen, die im großen Müggelsee baden möchten. Die Haltestellen Licht- und Luftbad Müggelsee sowie Strandbad Müggelsee liegen nur knapp 50 bis 100 Meter vom Ufer des Sees entfernt. Die Streckenführung ist hier dabei vollständig zweigleisig. Auch die Wendeschleife in Rahnsdorf-Waldschenke ist dabei stark begrünt. In den kälteren Jahreszeiten sind die Bahnen dann hier nicht sonderlich gut gefüllt, da ja keine Badetouristen unterwegs sind. Natürlich gibt es im Berliner Straßenbahnnetz auch noch eine Reihe weiterer schöner und idyllischer Streckenabschnitte, so zum Beispiel auch entlang der Linie 62 Richtung Mahlsdorf oder auf der M1 Richtung Rosenthal sowie Richtung Französisch-Buchholz. Diese sollen in diesem Video aber nicht nochmal explizit erwähnt werden. Deutschlands erste Pferdestraßenbahnlinie ging im Jahre 1865 in Berlin in Betrieb. Am 22. Juni diesen Jahres ging nämlich die Strecke vom Brandenburger Tor aus über die damalige Charlottenburger Chaussee, heute die Straße 17. Junis, nach Charlottenburg in Betrieb. Am 28. August, also knapp zwei Monate später, wurde die Strecke dann über die Dorotheenstraße zum Kupfergraben verlängert. Auch die erste elektrische Straßenbahn der Welt wurde auf dem heutigen Berliner Stadtgebiet errichtet. Diese war die Straßenbahn von Großlichterfelde, welche den Bahnhof von Lichterfelde mit der Sternstraße auf der Zehlendorfer Straße verband. Während bis 1902 auch die bis dato existierenden Pferdebahnlinien im innerstädtischen Bereich von Berlin auf elektrischen Betrieb umgestellt wurden, ging im September des Jahres 1895 auch die erste von Grund auf elektrisch betriebene Straßenbahnlinie im innerstädtischen Bereich von Berlin in Betrieb. Die bis heute existierende Betreibergesellschaft der Straßenbahn, die Berliner Verkehrsgesellschaft, kurz BVG, wurde am 1. Januar des Jahres 1929 gegründet und mit dem Betrieb der Straßenbahnlinien beauftragt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Berlin geteilt in vier Besatzungszonen, woraus sich am Ende Ost- und West-Berlin herauskristallisierten. Somit wurde auch die BVG und das Berliner Straßenbahnnetz geteilt in die BVG Ost und die BVG West. Während im Ostberliner Stadtteil die Straßenbahn zum Verkehrsmittel der Wahl wurde und kräftig ausgebaut worden ist, gerade auch mit dem Neubau der Strecken in die Neubau- und Plattenbaugebiete im Norden der Stadt, ging im Westen der Stadt der Straßenbahnbetrieb immer mehr zu Ende. Dies zeichnete sich bereits ab 1954 durch diverse Streckenstilllegungen ab. Hier war dann vor allem die U-Bahn das Mittel der Wahl, da sie unter der Erde abtauchte und den Autos nicht im Weg war. Am 2. Oktober des Jahres 1967 wurde dann die letzte Straßenbahnlinie mit der Linie Nummer 55 stillgelegt. Sie verband den Bahnhof Zoo mit Hakenfelde. Seit der Wiedervereinigung konnten zwar bereits einige Strecken in den Westteil der Stadt verlängert werden, wie zum Beispiel die Strecke zum Virchow-Klinikum oder zum Hauptbahnhof, doch bisher hält sich dies in Grenzen. Ausbaupläne sehen allerdings weitere Erweiterungen auch im Westteil der Stadt vor. Die Erweiterung des Berliner Straßenbahnnetzes findet derzeit allerdings im Ostteil der Stadt, in Adlershof, statt. Derzeit wird nämlich in Adlershof gebaut, zwischen Adlershof, Karl-Ziegler-Straße und dem S-Bahnhof Schöneweide soll nämlich eine Verbindung entstehen, die auch den Technologiepark Adlershof anbindet. Die 2,5 Kilometer lange Neubaustrecke ist seit 18.05.2020 im Bau und soll voraussichtlich Mitte 2021 in Betrieb gehen. Sehr weit fortgeschritten in der Planung und voraussichtlich ab Ende nächsten Jahres im Bau ist die Verlängerung der Straßenbahnstrecke vom Hauptbahnhof aus zum U-Bahnhof Turmstraße. Hier soll eine 2 Kilometer lange Neubaustrecke entstehen. Perspektivisch soll sie darüber hinaus auch bis zur Jungfernheide verlängert werden.
Auch die Verlegung der Straßenbahnlinie 21 am Ostkreuz, um gute Umsteigemöglichkeiten zwischen Straßenbahn und dem restlichen Verkehr am Ostkreuz herzustellen, ist in der Planung sehr weit fortgeschritten. Auch hier soll voraussichtlich im nächsten Jahr der Bau beginnen. Anstatt durch die Marktstraße zu fahren, soll die Linie 21 dann direkt hier neben den Gleisen im unteren Bahnhofsteil halten. Noch nicht ganz so weit vorangeschritten, aber ebenfalls ein sehr bekanntes Projekt, ist die Verlängerung einer Straßenbahnstrecke vom Alexanderplatz aus zum S- und U-Bahnhof Potsdamer Platz. Die Strecke soll dabei über Spittelmarkt und die Leipziger Straße führen. Deshalb gab es hier auch immer wieder Diskussionen, da die Leipziger Straße viel befahren und relativ eng ist. Wann hier gebaut werden soll und wann mit einer Fertigstellung zu rechnen ist, ist noch nicht klar. Zudem gibt es auch noch Planungen und Ideen für viele weitere Projekte, zum Beispiel die Verlängerung von Heinersdorf nach Blankenburg oder die Verlängerung vom Pasedackplatz zum S-U-Bahnhof Pankow sowie die Verlängerung vom Potsdamer Platz aus weiter Richtung S-U-Bahnhof Rathaus Steglitz. Der Hauptfahrzeugeinsatz der BVG wird derzeit mit zwei niederflurigen Fahrzeugtypen in unterschiedlicher Ausführung realisiert. Im Berufsverkehr kommen dabei noch Verstärkerfahrten, welche mit Fahrzeugen des Typs KT4D Mod realisiert werden, hinzu. Diese Fahrzeuge wurden ab 1976 an die BVG ausgeliefert. Zwischen 1993 und 1997 wurden alle Fahrzeuge, die sich heute noch im Bestand der Berliner Straßenbahn befinden, modernisiert. Alle Fahrzeuge besitzen eine Länge von 18,1 Metern und besitzen ein Gelenk in der Mitte des Fahrzeuges und somit zwei Wagen. Ab 1992 kamen die ersten Niederflurfahrzeuge nach Berlin. Sie entstammten der Baureihe GT6N bzw. GT6N-ZR für Zweirichtungsfahrzeuge und wurden bis 2003 gebaut. Dabei kamen insgesamt 150 Fahrzeuge nach Berlin. 105 von ihnen waren Einrichtungsfahrzeuge und 45 Zweirichtungsfahrzeuge. Wie der Name bereits schon sagt, sind dies Sechsachser. Die Besonderheit bei ihnen ist allerdings, dass unterhalb des mittleren Wagens ein Drehgestell in der Mitte des Wagens angebracht ist. Somit verhalten sich die Wagen gerade bei Kurvenein- und Ausfädelungen recht interessant. Die Fahrzeuge sind insgesamt 26,5 bzw. 26,8 Meter lang und besitzen insgesamt drei Wagen, welche durch zwei Gelenke miteinander verbunden sind. Pro Wagen gibt es immer eine Doppelschwenktüre, wobei es im ersten Wagen zwei von ihnen gibt. Die Zweirichter besitzt natürlich auf beiden Seiten Türen. Einige Fahrzeuge haben auch eine Modernisierung erhalten, die sieht man unter anderem an den Zielmatrixen oder an der veränderten Innenraumgestaltung. Ähnliche bis fast baugleiche Fahrzeuge sind unter anderem in München, Nürnberg oder auch in Jena unterwegs. Vorwiegend sind sie dabei im Köpenicker Straßenbahnnetz einzeln anzutreffen. Besonderheit ist dabei noch der Einsatz auf der Metrotramlinie 4, wo diese auch in Doppeltraktion mit insgesamt 60 Metern Länge zum Einsatz kommen. Sitzplätze findet man im Innenraum insgesamt 48 sowie Stehplätze zwischen 87 und 97. Bei den Zweirichtern sind es ein paar weniger Sitzplätze, dafür mehr Stehplätze. Den mittlerweile größten Anteil im Berliner Fuhrpark stellt der Typ Flexity Berlin, gebaut von Bombardier, dar. Dieser unterscheidet sich wieder in unterschiedliche Ausführungen. Hier gibt es nämlich sowohl Einrichter als auch Zweirichter, allerdings auch 6- und 8-achsige Fahrzeuge. Die 6-Achser weisen dabei eine Länge von 30,8 Metern auf, die 8-Achser eine Länge von glatt 40 Metern. Sie weisen eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 70 km/h auf.
Das erste Fahrzeug dieser Bauserie traf im September des Jahres 2008 in Berlin ein. In der Grundbestellung wurden insgesamt 147 Fahrzeuge vorgesehen. Mit der Nachbestellung über den Rahmenvertrag hinaus im Oktober des Jahres 2018, wo nochmal 21 weitere Fahrzeuge bestellt wurden, sollen somit insgesamt 231 Fahrzeuge am Ende in Berlin herumfahren. Davon sollen es insgesamt 34 Zweirichter Sechsachser werden, 40 Einrichter Achtachser sowie 147 Zweirichter Achtachser. Bis auf Köpenick sind die Fahrzeuge im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Im Innenraum findet man bei ihnen bei den Sechsachsern 60 Sitzplätze und 129 Stehplätze. Und bei den 8-Achsern zwischen 69 und 84 Sitzplätzen sowie Stehplätze zwischen 164 und 174. Und damit sind wir auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich danke euch wie immer ganz recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe natürlich auch, dass ihr beim nächsten Video, was dann in einer Woche erscheint, wieder einschaltet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung mit einem positiven Daumen unter diesem Video da oder schreibt mir auch gerne einen Kommentar, was mich ebenfalls sehr freuen würde. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.